Was gefällt Ihnen an Europa denn am besten? Ja, es ist die Freizügigkeit und es ist es sind die Handelsmöglichkeiten, es ist der Euro. Und es ist vor allem das, was man gar nicht wahrnimmt, die Normalität von Frieden, die Normalität von Abwesenheit von existenziellen Ängsten. Ein tolles gesellschaftliches Projekt, wirtschaftlich genauso hochinteressant, hochspannend, viele Möglichkeiten und ganz persönlich ein Stück Heimat. Brauchen wir mehr Brüssel oder weniger? Ich würde sagen, beides. An manchen Stellen deutlich weniger. Ich glaube, in der eigentlichen Bürokratie, in den Details, wäre das gut, wenn das ein wenig runtergestuft würde. Aber in großen, globalen Themen, auch in der Außenwirkung, würde ich mir mehr Brüssel wünschen. Gesellschaftlich mehr, wirtschaftlich bei dem, was aus Brüssel kommt, bin ich mir nicht so sicher. Ändern sich noch? Was war Ihr erster Gedanke nach dem Brexit-Votum? Ein bisschen wie nach der Präsidentschaftswahl in den USA, dass ich dachte, das kann eigentlich gar nicht sein. Ja, also erstmal natürlich, da hat es mich kalt erwischt. Da war es wirklich abends ins Bett gegangen und es nicht besonders ernst genommen und morgens aufzuwachen und zu sehen, ach du lieber Gott. Ich ersetze jetzt mal das eine Wort durch Mist und dann habe ich gedacht, so ein Mist. Spüren Sie schon die Konsequenzen vom Brexit? Man hört mehr und mehr von Startups, die tatsächlich nicht mehr in London gründen wollen oder nach Berlin übersiedeln wollen, weniger, weil die direkten Gesetzesänderungen jetzt anliegen, sondern weil man Angst hat, dass man die ganzen Talente, die ja die Startups aus Europa an den jeweiligen Orten versammeln, dass man die nicht mehr so leicht nach England bekommt. Und daher gibt es viele Startups, die mittlerweile sagen, wir kommen wahrscheinlich nach Berlin, kamen auch schon nach Berlin und dem Trend eher noch mehr folgen. Das heißt, in der Startup-Szene ist das ein großes Thema. Sie profitieren davon. Berlin hat auf jeden Fall was davon und ja, ich wahrscheinlich auch. Wo sollen wir hin, wenn wir jetzt frei laufen? Naja, da wo die Märkte sind, aus wirtschaftlicher Sicht, aus unternehmerischer Sicht, würde ich sagen. Also wir hatten vorhin das Beispiel, dass wir da jetzt gerade in Richtung Iran zum Beispiel schauen. Südafrika ist ein sehr interessanter Markt, auch in unserem Geschäft. Die Emirate nach wie vor. Gehen wir in den Außenhandel noch weiter rein. Wir haben China, wir haben Russland, wir haben Türkei, wir haben schwierige Partner. Wie moralisch muss denn Außenhandel sein? Ich würde, glaube ich, weniger nach dem Partner fragen als nach der Ware, denn da hat Deutschland ja so ein Paradoxon, dass wir in militärischen Eingreifen immer nur die Aufklärung machen und sehr defensiv und passiv sind. Auf der anderen Seite sind wir einer der weltgrößten Rüstungsgüterexporteure. Und ich finde, in dieser etwas schizophrenen Haltung müsste man mal genau hinschauen und überlegen, was man macht. Entweder müsste man das eine oder das andere justieren. Ich würde mir wünschen, dass man die Rüstungsexporte zurückfährt. Und dann muss man sich vielleicht auch nicht mehr so viele Gedanken darüber machen, mit wem man handelt. Die Gefahr, irgendjemand beiseite zu schieben und zu sagen, okay, auf den gucke ich nicht mehr, der ist mir suspekt, den mag ich kulturell nicht. Ja. Und womöglich auf Jahre nicht mitzukriegen, geht, glaube ich, heute nicht. Unser großes Oberthema ist ja das Ende der Gewissheit. Und jetzt sagen Sie schön, es gab bei Ihnen nie Gewissheit. Ein Aggregatzustand, also dass man wirklich damit, also das gilt auch für alle Mitarbeiter im Grunde, damit muss man, das muss man zum einen ziemlich schnell erkennen, auch in der Praxis, das haben wir natürlich auch erst gelernt. Wir haben ja angefangen, da gab es das ja alles noch nicht, gab es keine Startups in dieser Form vorher und haben dann gemerkt, okay, das hört irgendwie nicht auf. Man muss eigentlich immer in diesem Tonus sein, okay, hier kommt was Neues, hier, egal aus welcher Ecke. Eigentlich leben Startups ja davon, dass es keine Gewissheit gibt und dadurch, dass sie so hoch flexibel reagieren können und so fluide organisiert sind, können sie auf das Ungewisse reagieren und machen sie deshalb auch so stark in diesen ungewissen Zeiten. Also ich glaube, in der Wirtschaft gehört auch immer ein gewisser Opportunismus dazu. Weil ich glaube immer daran, dass egal was passiert, dass aus jeder Krise eine Chance entsteht. Und ob jetzt der Euro fällt, ob Trump an die Macht kommt in den USA, was ja mittlerweile sicher ist, all das sind auch Chancen und Möglichkeiten, eben neue Dinge zu beginnen. Und ich glaube, dass wir in einer der größten Umbruchphasen sind seit dem Einsetzen der Industrialisierung. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass einige Dinge in Extreme ausschlagen. Und ich sehe das als Chance. Mich beängstigt das eigentlich nicht. Sicherlich muss man wachsam sein und schauen, wo man wie Position bezieht. Das finde ich ein ganz schönes Zeichen der Zeit. Ich finde, man kann eigentlich nicht mehr nicht Position beziehen. Das ist irgendwie so ein bisschen vorbei. Das war ja in den letzten Jahren eher so, dass Politik ja eigentlich egal war. Das hört jetzt auf. Das finde ich eigentlich gut. Und das macht natürlich die Krise.